Der Berg in den Wehen, eine Fabel von Aesop. Es war einmal eine Gruppe von Bauern, die in der Nähe einiger riesiger Berge lebte. Eines Tages begann etwas Unglaubliches zu geschehen. Rauch stieg aus den Bergen auf, die Erde bebte, Bäume fielen um und große Steine rollten den Berg hinunter. Alle Bauern versammelten sich, um zu sehen, was vor sich ging, in der Annahme, dass etwas Großes und Furchteinflößendes herauskommen würde. Sie warteten und warteten, während die Erde immer heftiger bebte. Plötzlich öffnete sich ein großer Riss am Fuße der Berge. Die Bauern, sehr verängstigt, knieten nieder und warteten. Und raten Sie, was aus diesem riesigen Riss kam? Eine winzige, niedliche Maus. Sie rannte auf die Bauern zu. Seit diesem Tag erinnern sich die Bauern immer an diese Geschichte, indem sie sagen, viel Lärm um nichts. Und diese Geschichte lehrt uns, dass wir manchmal etwas Großartiges und Furchterregendes erwarten, aber am Ende ist es vielleicht gar nicht so groß.